warum gab es von Anfang an keine Private Lobbys? Ich meine, gut, Sie können von mir aus, können Sie so eine Kampagne abliefern. Auch für ein 70-Euro-Game können Sie so eine Kampagne abliefern. Wenn Sie sagen, Sie sind ein reines Multiplayer-Game, wenn der Multiplayer überzeugt, bin ich gerne bereit, 70 Euro dafür zu zahlen. Dann sowas Essentielles in einem Multiplayer-Spiel wie private Lobbys ist nicht von Anfang an da. Wo ist denn da der Sinn? Ja, wo ist der denn? Dann gibt's irgendwie, von Anfang an gab's glaube ich 6 Playlists. 6. Dann gibt's keine irgendwie innovativen Spielmodi, zumindest ist mir keine aufgefallen. Ich meine, wenn ich ein reines Multiplayer-Game mache, dann muss ich doch zumindest irgendwas bieten. Ich meine, gut, das Gameplay ist schön, es ist flüssig, es ist toll, aber das Gameplay alleine, tut mir leid, aber es reicht nicht. Also, sie können nicht ihre ganzen 70 Euro damit rechtfertigen, dass du an Wänden entlang laufen kannst. Tut mir leid, aber das geht einfach nicht. Das ist, sorry, einfach nein. Dann, das ist einfach scheiße. Da auch so andere Dinge wie das Menü, der Rest ist einfach so unfertig, dieses Spiel. Man merkt einfach, dass es so richtig so, keine Ahnung, die waren gerade so dabei, Respawn Entertainment waren gerade so dabei, das Spiel zu entwickeln, kommt plötzlich der EA-Boss rein, ja Jungs, Microsoft wollen euch für den Konsolenstart, gell, macht mal fertig. So ungefähr kann ich mir das vorstellen, weil anders geht's eigentlich nicht. Es gibt keine Gamma-Einstellung in diesem Spiel. Ich kann, für jeder, der nicht weiß, was eine Gamma-Einstellung ist, Gamma-Einstellung erlaubt einem, das Spiel so gesagt heller und dunkler zu machen. Wenn man zum Beispiel selbst einen Fernseher hat, der relativ dunkel ist, dann ist es, oder das Spiel an sich einem halt selbst zu dunkel ist, dann kann man es halt heller stellen, ja. Gibt's in diesem Spiel einfach nicht. Ich meine, gut, man könnte jetzt sagen, ja, man kann ja am Bildschirm heller stellen. Okay, gut, das stimmt. Blöd nur, dass ich dann jedes andere Spiel zu hell habe. Ich möchte es für jedes Game individuell einstellen können. Und jedes Game hat das eigentlich auch. Jedes Game liefert eine Helligkeits-, eine Gamma-Einstellung mit. Außer Titanfall. Die einzigen Grafik-Settings, die man, ich meine, an der Konsole sind diese Grafik-Settings ja sowieso meist relativ nutzlos, ja. Aber hier sind die einzigen Grafik-Settings Untertitel, ob man sie haben möchte oder nicht. Das ist alles. Dafür eine eigene Unterkategorie zu machen, lohnt sich eigentlich gar nicht. Es ist, oh. Dann auch so andere Dinge wie, wenn man im Menü, also, es gibt dieses Hauptmenü, dann kann man auf Spielen drücken und dann kommt man in so ein Multiplayer-Hauptmenü, wo man dann eben die verschiedenen Game-Modes auswählen kann, seine Klassen nochmal ändern noch irgendwas. Ja, die Burn-Cards und Shit. Was passiert, wenn man zu lange im Menü ist? Man fliegt raus. Verbindung mit dem Server unterbrochen. Ist es wirklich so schwer, ein Menü zu machen, mit dem man nicht mit einem Server verbunden werden muss? Und selbst wenn, das ist die neue Konsolengeneration, das ist EA. EA hat Cash wie sonst noch was. Man wird es doch wohl schaffen, genügend Server zur Verfügung zu stellen, dass man im Menü länger im Menü bleiben kann als 2 Minuten, ohne rauszufliegen. Oh Mann. Ehrlich, Jungs, man fliegt nach 2 Minuten aus dem Menü, was... Wir sind im Jahr 2014. Da sollte sowas nicht mehr passieren. Oh Gott, echt, ja. Aber sonst ist es eigentlich ganz cool. Auch das Burn-Cuts-System ist eigentlich schön. Ist auf jeden Fall besser als dieses Killstreak-System. Genau, man kriegt Burn-Cuts. Burn-Cuts sind eben so kleine Boni, wie zum Beispiel verstärkte Waffen. Die unterscheiden sich auch. Also manche sind besser, manche sind schlechter. Man bekommt diese Burn-Cards eben je nachdem, also mit Challenges, also mit Herausforderungen, die man abschließen muss, wie zum Beispiel töte mit der und der Waffe so und so viel NPCs oder so und so viel Spieler, dann bekommst du die Waffe verstärkt. Dann hat man eine Burn-Card, verstärkte Waffe, bla bla bla, und die ist dann halt, hat dann halt verschiedene Boni, vielleicht, was weiß ich, ein Visier, das ein bisschen besser ist, oder
macht ein bisschen mehr Schaden und eine höhere Feuerrate, sowas halt. Und dann gibt es halt auch so andere, wie zum Beispiel, was weiß ich, töte mit der und der Granate so und so viele Leute, dann kriegst du eine Burncard, dass du sich regenerierende Granaten hast. Aber du wirfst deine zwei Granaten, die du normalerweise dabei hast, und dann wartest du ein bisschen und bekommst wieder zwei Granaten, automatisch. Und so Zeug. Dann gibt es natürlich noch so anderes, wie zum Beispiel, dass man halt selbst, das ist jetzt einer der heftigeren Burncards, dass man selbst durchgehend unsichtbar ist. Wobei unsichtbar jetzt hier, also die Unsichtbarkeit ist eigentlich ganz okay. Man erkennt, als Pilot erkennt man sie relativ gut. Sie ist hauptsächlich gegen Titans. Also als Titan siehst du einen Unsichtbaren wirklich gar nicht eigentlich, außer er springt jetzt so umher, dann sieht man nicht von diesem Thruster Pack die Flammen. Aber sonst sieht man den eigentlich gar nicht. Aber als Pilot ist er schon schwerer zu erkennen, aber er ist noch gut zu erkennen. Oder dann, was weiß ich, dass man so einen Radarimpuls hat, also dass man so einen Pseudo-Wallhack hat, dass man Leute durch Wände sieht. Es ist jetzt nicht so, dass man durchgehend voll gespammt wird mit diesen Burn-Cards. Die sind dann in dem Fall, wenn man so möchte, also sie sind nicht wirklich unfair, weil man hat sie einmal ein Leben lang, wenn man stirbt, ist sie weg. Und man bekommt sie halt auch nicht dauernd, je nachdem, was man halt von der Challenge abgeschlossen hat, bekommt man halt mal so eine seltene Burn-Card. Oder auch, was eine sehr gute Burn-Card zum Beispiel ist, ist, dass man gleich am Beginn des Matches einen Titan hat. Normalerweise dauert es immer eine gewisse Zeit, bis man einen Titan bekommt. Also man bekommt eh immer einen Titan, aber je nachdem, was man halt im Spiel macht, wenn man zum Beispiel viele NPCs oder viele Spieler tötet, dann bekommt man einen Titan schneller als jetzt jemand anders. Also jemand bekommt ja, was weiß ich, nach 4 Minuten und du bekommst ihn dann, weil du so und so viele Leute getötet hast, schon nach 2 Minuten. Ja. Genau. Und da mit der Burncard hat man den dann eben gleich von Anfang an. Und kann dann eigentlich schon also relativ schnetzeln, weil als Spieler ohne verbündeten Titan hat man es schon schwer gegen den gegnerischen Titan. Ja. Dann eine weitere Sache, die auch wirklich Wahnsinn ist: Es gibt so viele Idioten in diesem Spiel, das ist wirklich Wahnsinn. Und die Teams sind zum Teil so unfair. Ich meine, es gibt ja auch so ein Prestige-System, das ich hier aber eigentlich ganz gut gelöst finde, weil du immer wenn du. Es heißt Generationen, heißt es hier nicht Prestige. Immer wenn du eine Generation aufsteigen willst, dann musst du auch eine gewisse Anzahl an Herausforderungen komplettiert haben. Was insofern ganz cool ist, weil man dann eben auch gezwungen, also wenn man diese Generation machen will, ist man auch gezwungen, mal mit anderen Waffen zu spielen, weil es eben auch waffenspezifische Herausforderungen gibt. Und das finde ich ist ganz cool, weil man dadurch mal so ein bisschen eine Abwechslung bekommt. Man wird dazu auch mal gezwungen, mit Waffen zu spielen, die man eigentlich nicht gerne spielt. Und hat dann eben auch die Chance, mal über diesen ersten Eindruck, den man von dieser Waffe hat, hinwegzusehen und zu sagen, okay, die Waffe ist eigentlich doch ganz cool. Man hat sie nur als Scheiße befunden, weil, keine Ahnung, man hat am Anfang die ganze Zeit damit auf die Fresse bekommen und mag deswegen die Waffe nicht. Aber dann ist man eben gezwungen dazu, mit der zu spielen und merkt eigentlich, sie ist doch eigentlich gar nicht so scheiße. Man muss halt nur einen anderen Spielstil mit ihr haben. Und insofern mag ich das eigentlich ganz gerne und mache diese Generation tatsächlich eben schon gerne, weil sie mir persönlich auch als Langzeitmotivation immer wieder so ein Ziel geben. Und auch ist es so, dass es jetzt nicht ganz so stumpf ist. Mit jeder Generation bekommt man auch so einen gewissen EP-Bonus. Dass man, also man macht jede Generation, steigt man eigentlich schneller auf. Damit es nicht ganz so erbärmlich ist. Ja, weil eigentlich ist dieses Prestige-System ja nur, ja, Ich meine, ja, okay, es ist halt so typisches Verlängern von Spielzeit. Gebt den Leuten irgendeine Langzeitmotivation. Ist nicht wirklich innovativ oder durchdacht, aber ist halt da. Und ich finde, dafür, dass es in dem Spiel drin ist, ist es dort ganz gut gelöst. Genau. Ja, aber wie gesagt, es gibt dann eben so dumme Leute und die Teams sind zum Teil so unfair gemacht, wie zum Beispiel man selbst spielt dann in einem Team, wo jeder Generation 0 ist. Gegen ein Team mit zwei Generation 6ern, einem Generation 2er und einem Generation 10er und vielleicht nochmal einem Generation 6er. Gut, ich meine, die Generation sagt natürlich nicht zwangsweise aus, dass der Spieler gut ist. Aber normalerweise hat man allein schon durch die Spielzeit, die man mehr hat als die anderen, viel mehr Erfahrung in dem Spiel, weiß mehr über die Maps und hat, ist einfach besser. Klar, ich meine, ob jemand jetzt Generation 5 oder Generation 6 ist oder Generation 7 und 5,
ist zum Teil dann nicht mehr der große Unterschied, weil da kommt es halt wirklich drauf an, wie gut der Spieler selbst ist. Und man wird nur bedingt besser mit einer mehr größeren Generation. Man sammelt halt Erfahrung in dem Spiel, je länger man es spielt. Und wenn man halt 7 Generationen bereits gespielt hat, dann hat man halt mehr Erfahrung als jemand, der eine Generation gespielt hat. Was aber nicht bedeutet, dass man auch zwangsweise unbedingt besser ist als der. Wenn der mit seiner einen Generation jetzt das Mega-Beast ist, das einfach das Über-Aim hat und alles zerstört, dann hat man auch mit seinen 7 Fancy-Generationen nicht wirklich viel Chance. Aber ja, normalerweise ist es so, dass die Leute besser sind. Dann gibt's halt so unfaire Teams, wo ich mir denke, wie kommt sowas zustande? Warum? Warum tut man sowas? Ist es wirklich so schwer, so ein halbwegs faires Matchmaking-System zu implementieren? Ja. Dann gibt's eben, wie gesagt, auch immer wieder so Leute, die sind so subintelligent. Ich meine, es gibt Titan-Abwehrwaffen, jeder Pilot hat 3 Waffen. Das ist die Primärwaffe, die Sekundärwaffe und die Titan-Abwehrwaffe. Die Titan-Abwehrwaffe ist, wie sie in der Name schon sagt, gegen Titans. Man kann zwar auch Spieler damit töten, aber sie ist hauptsächlich gegen Titans. Dagegen macht sie am meisten Schaden. Und ich meine, als Titan merkt man halt, wenn man von sowas angeschossen wird. Und als Spieler ist man, also wenn dich der Titan sieht, bist du eigentlich tot. Man hat wirklich, also der macht einen verdammt schnell tot, weil der macht einfach so viel Schaden, der Titan, ja. Und dann ist es so blöd, einfach mitten im Feld zu stehen und auf den Titan zu schießen. Der sieht einen sofort und man ist sofort tot, aber es gibt so viele Leute, die machen das. Ich meine, ich krieg das ja selbst mit, wenn man selbst als Titan spielt. Man vernichtet sie zum Teil so, weil sie sind einfach so dumm. Dann auch so Sachen wie diese Rodeo-Attacken sind klug, wenn der Titan gerade abgelenkt ist. Wenn er zum Beispiel mit einem anderen Titan kämpft und nicht darauf reagieren kann. Aber wenn der Titan einfach da alleine rumdümpelt und man fängt an mit einer Rodeo-Attacke, also springt auf den Titan drauf, ja, was macht dann der Pilot? Der steigt aus und schießt dich runter. Ja, das macht er halt einfach. Ich meine, warum auch nicht? Wäre ich auch blöd als Pilot, wenn ich im Titan drin bleibe und warte, bis er mich komplett vernichtet. Dann gibt es aber Leute, die denken wirklich, das klappt. Die springen auf deinen Titan drauf. Du bist wirklich gerade komplett allein. Und sie springen auf deinen Titan drauf und bleiben dann auch noch drauf. Ich meine, es gibt ja dann Leute, die springen auf deinen Titan, damit du aussteigst und springen dann wieder weg, um dich zu töten. Das geht ja auch noch. Aber es gibt wirklich Leute, die springen auf deinen Titan drauf, bleiben auf deinem Titan, während du aussteigst und dann sind sie wie auf dem Präsentierteller. Ich meine, der Titan bückt sich dann extra noch so, damit du ihn wunderschön runterschießen kannst. Und dann machst du das halt einfach, weil ich meine, das ist ein geschenkter Kill. Warum checken jetzt die Leute nicht? Das finde ich faszinierend. Ist es wirklich so schwer zu raffen, dass man, wenn der Titan da alleine rumsteht, dass man nicht auf den drauf springt und sich nicht dann töten lässt? Ich meine, wenn der Titan gerade im Kampf mit einem anderen Titan ist, dann wäre es blöd vom Piloten auszusteigen, weil der andere Titan tötet ihn sofort. Deswegen kann er nicht aussteigen. Er ist so gesagt an seinen Titan gebunden. Er darf da momentan nicht aus, weil wenn er raus ist, ist es ein sicherer Tod. Und dann kann man gerne eine Rodeo-Attacke machen, weil dann kann er nichts dagegen tun. Aber wenn der Titan alleine rumdümpelt, dann steige ich halt einfach aus und schieße den Kerl oben runter. Oh Mann. Oder gibt es halt wirklich Leute, die versuchen es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Oder auch sowas wie, auch wenn sie den Titan nicht beschießen, denken Leute zum Teil, sie wären unsichtbar oder so, ich weiß auch nicht. Vielleicht sehe ich nicht dasselbe wie sie, vielleicht sind sie ja unsichtbar und ich kann sie einfach nur sehen, keine Ahnung. Nein, natürlich sind sie es nicht. Aber manchmal kommt es einem so vor, wie als würden sie es denken, weil sie stehen dann auf offenem Feld vor deinem Titan und beginnen auf andere Spieler oder NPCs zu schießen. So, nach der Manier, wenn ich dich nicht anschieße, dann schießt auch du mich nicht an. Nein, so funktioniert das nicht. Wenn ich sehe, dass da ein Pilot rumsteht und rumballert, dann schieße ich den ab. Und warte nicht, bis der da irgendwie fertig ist und sich dann verdünnisiert und schieße ihn nicht an, solange er mich nicht anschießt. Ach, ja, keine Ahnung, es ist nur wie so die typischen Dinge und das regt einen zum Teil richtig auf, wenn man dann wieder in so einem unfairen Team ist, wo man mit so einem Haufen von subintelligenten Leuten unterwegs ist, die sich da wirklich keinerlei Gedanken darüber machen, was sie gerade tun. Ich meine, gut, wenn man in der ersten Generation ist, dann denkt man sowas nicht, da ist man vielleicht noch geflasht vom Spiel und muss erst reinkommen und so. Klar, aber es gibt ja auch zum Teil irgendwelche mit Generation 4 oder 5, die man eigentlich denkt, die müssten es schon langsam drinnen haben, die es immer noch tun.
Das ist zum Teil echt faszinierend. Naja, gut, was soll man tun? Alles im Allen würde ich eine Kaufempfehlung aussprechen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Eigentlich bin ich dagegen, EA zu unterstützen. Ich habe mir auch geschworen, nie wieder einen EA-Titel vorzubestellen. Ich bestelle mir eigentlich im Generellen keine Spiele mehr vor, außer Halo, weil ich wirklich ein verdammter Halo-Fan bin. Und Halo 4 war nicht das beste Spiel, aber es war jetzt auch kein mega schlechtes Spiel. Also zumindest für mich nicht. Ich konnte mit dem Spiel leben. Somit habe ich bis jetzt eigentlich, wurde ich noch nie wirklich enttäuscht, wenn ich Halo vorbestellt habe. Ja, somit werde ich es auch weiterhin tun, bis sie vielleicht jetzt, keine Ahnung, mal sehen, was sie mit Halo 5 machen. Wovon ich nicht hoffe, dass sie es vergeigen, und ich glaube es auch nicht persönlich, aber wenn sie es tun, werde ich es mir beim nächsten Halo vielleicht doch deutlich mehr überlegen, ob ich es vorbestelle. Aber sonst bestelle ich eigentlich kein Spiel mehr vor. Das letzte Spiel, das ich mir vorbestellt habe, war meines Erachtens Battlefield 3. Und für jemanden, der eigentlich Bad Company sehr gern mag, war Battlefield 3 eine sehr große Enttäuschung. Und eigentlich war das mit den meisten Games in letzter Zeit so, dass sie nicht wirklich... Also wir hatten jetzt schon lange kein wirklich gutes Spiel mehr, finde ich, das jetzt im Multiplayer spielbar ist. Und deswegen bestelle ich eigentlich keine Multiplayer-Spiele mehr vor, von denen ich jetzt weiß, die ich halt nicht kenne. Ja, sowas wie Elder Scrolls vielleicht auch noch, stelle ich vielleicht noch vor. Generell muss ich aber sagen, also wenn das Spiel nicht wirklich, also wenn das Spiel wirklich nicht so cool ist, dass ich diesen Vorbestellerbonus haben möchte, bin ich eigentlich dagegen. Weil, ja, Vorbestellen ist eigentlich scheiße. Ich gebe den Leuten Geld für etwas, wovon ich noch nicht weiß, wie es ist. Und das Schlimme ist, weil es so viele machen, werden die Studios auch immer dreister. Oder die Studios eigentlich nicht, die sind nämlich meist daran interessiert, ein gutes Spiel zu liefern. Aber die Publisher werden immer dreister. Ich meine, sowas wie Season Pässe, was soll das? Dafür, dass ich dann scheiß DLCs bekomme, dann einen Season Pass zu kaufen? Nee, tut mir leid. Den Wargames Pass von Halo 4 hätte ich mir auch nicht gekauft. Und das habe ich auch nicht getan. Gut, ich hatte schon die ersten paar DLCs, weil ich es mir vorbestellt habe, hat man die ja kostenlos bekommen, aber trotzdem. Ich weiß nicht, wenn ich das Spiel mir normal gekauft hätte, hätte ich es nie getan. Ich finde, sowas ist ein kompletter Scheißdreck. Es mag zwar insgesamt günstiger sein, aber trotzdem gebe ich mir Geld bereits für etwas her, was sie eben noch nicht geliefert haben. Und das Schlimme ist, weil es so viele Leute tun, macht es halt mittlerweile jeder. Und ich sehe es halt persönlich nicht ein, dass ich als jemand, der sein Geld erst hergibt, wenn er so gesagt sieht, was geliefert wird, mehr zahlt. Ich weiß nicht, ich finde das unfair. Wieso soll ich mehr zahlen, wenn ich auf etwas bestehe, was eigentlich mein Recht ist, nämlich die Ware zu sehen, bevor ich sie kaufe? Ja, ist halt schade, dadurch, dass eben so viele sowas kaufen, gibt es das, so gesagt, gibt es den Publishern, wenn man so möchte, das Recht, es zu tun, weil sie sehen ja, es funktioniert. Viele Leute kaufen sich einen Season Pass. Also mache ich das Konzept weiter. Ich persönlich bin eben gegen so ein Konzept. Aus besagten Gründen. Auch die ganzen Vorbestellerboni. Ich finde, ich möchte lieber wieder so Dinge wie was weiß ich, dass so eine coole Sache mit drin ist. Wie zum Beispiel, wenn man sich sie war nicht in jedem Game drin, aber ich glaube, wenn man sie vorbestellt hat, zum Beispiel Skyrim, dann hat man eben diese coole Pergamentkarte bekommen. Oder bei Halo 4 auch habe ich es gerne gemacht. In der Special Edition war wirklich viel Zeug drin, auch diese kleinen Büchelchen und dieses Special-Zeug. Das fand ich ganz cool. Und deswegen habe ich es mir vorbestellt. Sowas hätte ich gerne mehr. Ich möchte eigentlich nicht so viel Ingame-Content. Ich finde, das ist scheiße, sowas. Vor allem, wenn es dann etwas ist, was nicht nur optisch ist, sondern was einem auch wirklich einen Vorteil gibt. Wie, was weiß ich, eine bessere Waffe oder sowas. Ja. Was ja viele mittlerweile machen. Ja, finde ich scheiße. Egal. Finden bestimmt viele so. Wie bin ich darauf überhaupt gekommen? Ich wollte eigentlich über Titanfall reden. Ich wollte sagen, ich fand's schade, dass es mal wieder ein EA-Titel ist. Ich verstehe nicht, warum so viele gute Entwicklerstudios zu EA gehen. Höchstwahrscheinlich, weil sie halt wirklich einfach die Caches haben und einem das eigene Projekt mit viel Geld ausstatten können. Also ich meine, der Entwickler selbst sieht davon nicht so viel. Aber das Projekt sieht davon viel. Der Entwickler wird nicht viel verdienen bei EA. Ich glaube, die werden da ziemlich geknechtet. Aber das Projekt hat halt ein fettes Budget.
und bietet somit an, viel zu machen. Und ich meine, wenn man als Game-Entwickler hat man natürlich immer gerne ein gutes Budget. Ja, ist natürlich trotzdem schade, weil es ist halt EA, es ist scheiße. Ich unterstütze EA ehrlich sehr ungern und ich bete euch an, wenn ihr das Game nicht wirklich absolut liebt, bestellt euch kein EA-Game vor, bestellt euch generell keine Games vor. Außer ihr wisst wirklich, dass das Game gut wird und dass es verdient hat, aber sonst bestellt euch keine Games vor, es ist scheiße. Es führt nur dazu, dass wir immer mehr abgezockt werden. Ja, egal, das waren so meine bestimmt schon 20 Minuten, ich muss mal schauen, mein PC hat sich gesperrt. Die ich jetzt dazu eben palabert habe. Ja, im Großen und Ganzen glaube ich, spreche ich schon eine Kaufempfehlung aus. Es ist ein erfrischendes Spiel, es ist mal was Neues, was anderes. Aber ja, wie gesagt, halt EA. Egal, bevor ich das Ganze noch weiter in die Länge ziehe, ciao, tschüss, sagt der Quent.